Meine Damen und Herren, wir haben also heute wieder vor, Ihnen einige weitere experimentelle Befunde vorzuführen oder gemeinsam halt zu beobachten. Aber bevor wir das tun können, muss ich Sie noch einmal mit ein wenig Rechnungen belasten, weil wir haben gestern das Biot-Savart'sche Gesetz benutzt, um das Magnetfeld der ganz einfachen Anordnung eines geraden, stromdurchflossenen, dünnen Leiters anzuschauen. Aber das ist nicht die Hauptform, wie man magnetische Felder gut herstellen kann. Eine besonders wichtige Form ist in kreisförmigen Stromschleifen oder, wenn man mehrere hintereinander gibt, in Spulen. Ich glaube, jeder und jede von Ihnen hat schon mal was von einer Spule gehört. Und jetzt also kommt es dazu, dass wir also mit diesen Spulen uns konkret beschäftigen, mit dem Hintergrund, dass eine stromdurchflossene Spule eine gute Anordnung ist, um einigermaßen homogene magnetische Felder herzustellen. Und wenn wir das können, dann können wir mit denen experimentieren. Und das werden wir dann gleich anschließend machen. Und das führt uns dann endlich dazu, dass wir auch wirklich verstehen, was wir denn eigentlich meinen mit dieser magnetischen Flussdichte. Denn bis jetzt habe ich mich ja immer nur so kryptisch ausgedrückt, ganz von Anfang an, und gesagt, charakterisiert das magnetische Feld. Na ja, gut, das ist ja so wischiwaschi. Und das werden wir also jetzt mit Hilfe von Experimenten so weit konkretisieren dann, dass Sie dann auch wissen, wie man konkret mit Hilfe dieser magnetischen Flussdichte auch wirklich Kräfte und Wechselwirkungen ausrechnen kann. Damit schließt sich das Ganze dann und damit ist die Magnetostatik in einer ähnlich sauberen Weise zu Ihrer Verfügung, wie das bei der Elektrostatik von Anfang an der Fall ist. Und das wollen wir ja auch wirklich so haben. Also bevor wir das aber machen, werden wir uns noch eine Spule, eine lang gestreckte Spule anschauen. Und da zeigt sich, ähnlich wie wir das auch schon gesehen haben bei dem zylindrischen Stromleiter, den man nicht mit dem Biot-Savart'schen Gesetz berechnet haben, sondern mit Hilfe des Ampere'schen Gesetzes, dass man auch die langgestreckte Spule sehr elegant und einfach durch Anwendung des Ampere'schen Gesetzes beschreiben kann. Wo es geht, wird man natürlich auf solche Gesetzmäßigkeiten, die sich bei der formalen Durchführung oft als viel einfacher herausstellen als die Differentialgleichungen oder Integralen und so weiter, zurückgreifen. Also, wir schauen uns das an mit Hilfe des Ampere-Gesetzes. Ja, da müssen wir natürlich, wenn wir schon nicht irgendwie, weiß Gott, wie genau über Geometrie sprechen müssen in dem Fall, uns doch zumindest klar machen, wie wir denn diese Spule überhaupt beschreiben wollen. Also eines ist klar, was ist so eine Spule? So eine schraubenförmige Aufwicklung eines dünnen, stromdurchflossenen Leiters. Oder zunächst kann es ja nicht stromdurchflossen sein, dann ist nur eine Spule. Aber wir wollen es natürlich dann letzten Endes auch stromdurchflossen machen, damit wir auch wirklich was haben davon. Nicht? Und diese Spule wollen wir einmal charakterisieren mit Hilfe von klein n, der Anzahl der Windungen pro Spulenlänge. Also man nennt es auch die Windungsdichte. Wie viele Windungen pro Meter oder pro Millimeter, wie man es halt ausrechnet jeweils, halt so eine Spule hat. Und dann natürlich auch mit Groß L die Länge der Spule. Die kann so lang sein, so lang, wie es halt ist. So schauen halt dann solche Spulen aus. Und natürlich kriegt man dann damit trivialerweise mit Groß N die Gesamtwindungszahl der Spule. Und dieses Groß N ist dann natürlich klein n mal L. Die Gesamtwindungszahl
Windungszahl. So charakterisieren wir die Spule. Man kann natürlich außerdem jetzt noch den Durchmesser oder den Radius dieser Spule angeben, aber Sie werden gleich aus den Überlegungen, die wir da machen, erkennen, dass wir darauf jetzt gar nicht besonders Bezug nehmen müssen. Das ist ganz angenehm, dass man das also nicht muss, wenn es nur darum geht, die magnetische Flussdichte im Inneren dieser Spule sich anzuschauen. Aber eines wollen wir schon sagen, der Spulendurchmesser, soll sehr klein sein gegen die Länge der Spule. Also es soll eben eine langgestreckte Spule sein. Naja, und so eine langgestreckte Spule, die zeichne ich einmal auf. Die schaut das etwa so aus. Und eine solche langgestreckte Spule, das zeigt sich experimentell, ist also dadurch charakterisiert, dass der Außenraum praktisch feldfrei ist und der Innenraum ein nahezu homogenes Feld. Also der Außenraum, also wenn das weit genug hinausgezogen ist, dann höchstens da kommt also das Magnetfeld heraus, aber ansonsten ist der Außenraum weitgehend feldfrei und der Innenraum hat ein nahezu homogenes Feld. So hat man hier ein einigermaßen analoges Verhalten zu, im elektrischen Fall, dem Plattenkondensator mit unendlich großen Platten. Da ist die unendlich lange Spule, ne? Also unendlich lang, halt lang gestreckt. Ne? Beim Plattenkondensator mit sehr großen Platten, die nahe genug beisammen sind, da ist es wieder so, dass die Plattenquerdimension groß gegen den Abstand der Platten sein soll. Da ist es so, dass also die Länge der Spule groß gegen den Spulendurchmesser sein soll. Das ist eine ähnliche Art von Idealisierung. Und beim Plattenkondensator haben wir gesagt, außen ist kein Feld und innen ist es ein weitgehend homogenes Feld. Und das ist da eine völlig analoge Situation bei dieser langgestreckten Spule, wo eben der Durchmesser klein gegen die Länge der Spule ist. Und da kann man sich also jetzt überlegen, wie können wir da jetzt uns die magnetische Flussdichte im Inneren dieser Spule ausrechnen. Und da kann man in einfachster Weise das Ampere'sche Gesetz so anwenden, dass wir da einen rechteckigen Weg beschreiben. Einmal durch die Spule durch, dann da herauf und der schließt sich dann so. Einen solchen Weg beschreiben wir. Und meinetwegen soll also da der Pluspol sein und da der Minuspol einer Batterie und dann fließt da so der Strom durch diese Spulenwindungen durch. Man muss dann noch festlegen, was vorn und was hinten ist, damit das also entsprechend die richtige Orientierung ist. Das wollen wir jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil in erster Linie interessiert uns hier jetzt einmal der Betrag der magnetischen Flussdichte im Inneren dieser Spule. Und da gehen wir so durch von A über B, über C und D, wieder zurück nach A. So durchlaufen wir hier diesen rechteckigen Weg. Und warum tun wir das? Damit wir jetzt wieder eine Möglichkeit haben, das Ampere'sche Gesetz anzuwenden, indem wir uns einmal die magnetische Spannung längs dieses geschlossenen Weges anschauen. Magnetische Spannung, das ist dieses UM. Ja, was war denn das? 1 durch μ0 Integral BdR. Na, dieses 1 durch μ0, das bringen wir nicht weg, das ist tatsächlich, bleibt so da. 1 durch μ0 Integral BdR. Na, jetzt schauen wir uns das einmal an. Wenn wir da jetzt davon ausgehen, wie ich vorhin gesagt hatte, dass der Außenraum weitgehend feldfrei ist und das Innenfeld weitgehend homogen, dann haben wir also da drinnen im Inneren der Spule eben eine gewisse magnetische Flussdichte B, betragsmäßig, das ist dann klar, dass die in Richtung der Spule geht. Und wenn wir da jetzt diesen Weg durchschreiten und wir ja hier die Länge der Spule haben,
dann wird dieses Integral b dr einfach gleich sein b mal l. Weil das Feld ja da weitgehend homogen ist und man durchschreitet diese Länge L, das B ist konstant, kommt vor das Integral, dann haben wir nur Integral dr und das ist eben hier diese Länge. Aber das ist ja erst ein Stück. Ja, aber hier gehen wir einmal senkrecht zu diesem Feld da heraus und dann kommen wir in den Bereich, wo praktisch kein Feld vorhanden ist. Also der Teil BC liefert nichts. Und natürlich CD auch nichts, weil da außen ein sehr geringes magnetisches Feld ist und DA ebenso wenig wie BC. Das heißt, das war's schon. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Wir haben damit sofort die magnetische Spannung längs dieses geschlossenen rechteckigen Weges ABCD. Ja, und das Ampere'sche Gesetz sagt ja, dass das jetzt eben gleich dem von diesem Weg umschlossenen Strom ist. Und da muss man jetzt aufpassen. Was für ein Strom ist denn da umschlossen worden? Na, da haben wir doch immer, wenn wir also da zum Beispiel uns denken, das kommt da von hinten, geht dann noch vor, geht dann wieder nach hinten, kommt da wieder noch vor und wieder so. Da kommt also mehrfach der Strom hier durch diese Fläche durch. Was für ein Strom wird denn jetzt also wohl von dieser rechteckigen Schleife da umschlossen? Was meinen Sie? I ist der Strom, der da in dieser Spule drinnen fließt. Das habe ich doch gar nicht hingeschrieben. Natürlich, ein Strom muss es auch haben in der Spule. I ist der Strom durch diese Spule. Na, was für ein Strom wird jetzt von diesem rechteckigen Weg hier umschlossen werden. Überlegen Sie sich das genau. Kommt da von unten, von hinten, dann stößt es da einmal durch diese Fläche durch, kommt nach vor, geht wieder hinunter, stößt das nächste Mal dann hier wieder durch diese Fläche durch, kommt hinunter, stößt dann wieder hier durch. Immer kommt da so der Strom I da durch diese Fläche durch. Bitte? Wie oft durch die Anzahl der Windungen? So. Was meinen Sie mit durch die Anzahl der Windungen? Nein, es sticht durch so oft, wie Windungen wir haben. Also, jedes Mal fließt der Strom I, der fließt ja durch die ganze Spule, und das kommt n-mal durch diese von A, B, C, D umschlossene Fläche hindurch. Das heißt, es wird sein n mal I. N mal kommt der Strom durch diese Kurve A, B, C, D durch. Dieses Rechteck umschließt daher den Strom n mal I. Daher ist laut Ampere'schem Gesetz diese magnetische Spannung gleich n mal I. Wer hat das nicht verstanden? Sagen Sie das ganz ehrlich, weil sich das jetzt ein bisschen gezogen hat, bis das rausgekommen ist. Hat jemand eine Frage zu dieser Überlegung? Ich will, dass Sie das verstehen, bitte. Mir ist zwar klar, dass wir jetzt im Grunde genommen eben unser Integral verwendet haben für die magnetische Spannung, aber ich verstehe jetzt nicht, warum wir einfach nicht von A nach B gehen, aber eine geschlossene Kurve oder eine geschlossene Fläche. Ich habe jetzt eigentlich die Frage nicht wirklich verstanden. Warum? Was ist Ihnen unklar? Wir haben eine geschlossene Fläche und nicht einfach von Stück A nach B. Ja, wir wollen doch, dass die Frage ist, warum wir da eine geschlossene Kurve beschreiben und nicht nur das Stück von A nach B. Weil wir das Ampere'sche Gesetz anwenden wollen. Und im Ampere'schen Gesetz steht ja drinnen, die magnetische Spannung längs einer geschlossenen Kurve ist gleich dem Strom durch der von dieser geschlossenen Kurve umschlossen wird. Damit man einen Strom umschließen kann, muss man das mit Hilfe einer geschlossenen Kurve machen. Wie wollen Sie denn sonst umschließen? Und dieses Umschließen erfolgt so, dass wir da rundherum gehen und da haben wir jetzt n-mal kommt der Strom durch das durch, daher wird hier ein Strom n-mal I umschlossen von dieser rechteckigen Kurve ABCD. Verstehen Sie, was gemeint ist?
Sie haben verstanden, dass diese Kurve, dieses Rechteck A, B, C, D und zurück nach A, den Strom I n-mal umschließt. Weil durch diese Kurve, durch dieses Rechteck hindurch, tritt der Strom n-mal hindurch. Immer wieder von hinten kommt er da durch diese Fläche, dann geht er unten wieder herum, kommt er wieder durch, geht er unten herum, wieder durch. Insgesamt n-mal, weil groß n ist die Gesamtwindungszahl. Also spätestens jetzt müsste irgendeiner aufzeigen und sagen, wieso, was heißt das? Na gut, also dann gehe ich davon aus, Sie haben das verstanden. Was? Denken Sie sich dieses Rechteck mitsamt der Ebene, die von dem Rechteck umschlossen ist. Und diese Ebene geht jetzt da bis in die Achse der Spule hinein. Damit schneidet sie oben bei den Punkten, die ich da überall angezeichnet habe. Mit diesen Spulenwindungen. Aber unten nicht, weil da unten, da ist ja die Ebene, dieses Rechteck nicht mehr. Sie schneiden nur oben mit der Ebene hinein bis zur Achse. Da tritt also der Strom I durch diese Ebene durch und dann tritt er wieder durch. Und dann tritt er wieder durch. Und das macht er insgesamt n-mal, weil die Spule hat groß n-Windungen. Und daher wird entsprechend der Idee, die in diesem Amperschen Gesetz drinnen steckt, diese rechteckige Schleife da einen Strom umschließen, der n-mal der Strom ist, der durch die Spule hindurchfließt. Weil der Strom n-mal immer wieder durch diese Fläche hindurchtritt. Diese Fläche umschließt n-mal den Strom I. Hilft das nicht weiter? Oh ja. Wenn Sie sich denken, diese Fläche schneidet mit der Spule und wo ich da diese Kreiseln hergemacht habe, kommt es jeweils durch diese Fläche. Und das passiert n-mal, weil das ist n ist die Gesamtwindungszahl. Daher wird der gesamte Strom, der von dieser rechteckigen geschlossenen Kurve da umschlossen wird, n-mal dem Strom sein, der einfach durch den Leiter hindurchfließt und da wieder herauskommt. Da kommt ja der Strom wieder heraus. Hilft das weiter? Das nächste werden wir, dass ihr ein Modell aufbauen müsst, aber das haben wir jetzt nicht. Also, okay. Noch irgendwas? Ja. Ist dann, wenn, es tritt ja egal von der Länge der Spule, ist ja unabhängig, wie oft es durchtritt. Also warum ist dann der Spuldruck besser wichtig? Also es tritt egal auf die... Ich sage Ihnen ja, Sie werden sehen, da kommt der Spulendurchmesser gar nicht vor. Der Punkt ist nur, solange der Spulendurchmesser nicht klein gegen die Länge ist, wenn das nur war, sicher so ein kurzes Spulerl ist. Also ich meine nicht den Spulendurchmesser, ich meine die Länge der Spule. Die Länge der Spule? Die Länge der Spule wichtig, wenn es nur darauf ankommt, wie oft es durchtritt. Das ist schon wahr. Nur die Länge muss groß sein gegen den Durchmesser, sonst sind unsere Voraussetzungen, dass außen das Feld sehr gering ist und innen das Feld weitgehend homogen ist, nicht mehr erfüllt. Wenn Sie da nur zwei Windungen haben, dann haben Sie natürlich einen Haufen Feld außen rundherum. Da können Sie nicht mehr so einfach sagen, das alles zählt nicht mehr. Da wird dann die Überlegung viel komplizierter. Nur für den Fall, wo eben die Spule lang ist gegen den Durchmesser. Deswegen ist es sinnvoll, den Durchmesser, die Länge zu wählen. Aber außerdem brauchen Sie die Länge natürlich, um eben das Ampersche Gesetz richtig anwenden zu können. Weil da bilden Sie ja dieses Integral BdR. Und das heißt, B ist immer konstant, aber das Integral dr längs dieses Stückes ist einfach die Länge dieses Stückes. Dafür müssen Sie diese Länge hier natürlich einsetzen, um eben diese magnetische Spannung damit ausrechnen zu können.
aber die Anzahl der durchtretenden Schleifen ist einfach nur groß N. Nur dieses groß N hängt wieder mit dem L zusammen, wenn man die Windungsdichte hernimmt. Das werden wir jetzt gleich, aber das sind ja einfachste Zusammenhänge. Wenn ich eine Windungsdichte habe, dann muss ich mit der Länge der Spule multiplizieren um die Gesamtwindungszahl. Wenn ich die Anzahl der Windungen pro Millimeter habe und ich habe dann, wie lang die Spule ist, dann habe ich die gesamte Windungszahl. Ja? Noch irgendwelche Fragen? Na, ich glaube jetzt. Jetzt schaut schon besser aus. Na? Oh ja. Also dann versuchen wir da jetzt fortzusetzen. Wir können aufgrund dessen uns dieses B hier sofort ausrechnen. Was kriegen wir hier? Total einfach. Das B, das ist also der Betrag der magnetischen Flussdichte, ist also gleich, was haben wir da? Μ0, einmal hinübergebracht, mal Ni durch L. μ0 mal Ni durch L oder das N durch groß L ist das klein n. μ0 mal N mal I. Eine unglaublich einfache Formel. Die magnetische Flussdichte betragsmäßig im Inneren einer solchen langen, langgestreckten, dünnen Spule ist einfach μ0, naja, mal der Windungsdichte, Anzahl der Windungen pro Länge, mal dem Strom, der da durchfließt. Und explizit der Durchmesser der Spule tritt gar nicht auf. Auf den kommt es gar nicht an, solange er nur klein ist, gegen die Länge der Spule. Ja. Sie sehen, wie einfach man das ausrechnen kann unter Verwendung des Ampere'schen Gesetzes. Also damit hat man eine sehr schöne Methode, ohne großes Trara sozusagen, sich die magnetische Flussdichte im Inneren einer langgestreckten Spule auszurechnen. Jetzt haben Sie nochmal Gelegenheit aufzuschreien, zu sagen, das habe ich aber jetzt wirklich nicht verstanden. Wieso ist das so und so? Also, okay, jetzt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht alle verloren jetzt geistig. Sie sind noch da. Gut ist. Das ist also die Berechnung für die Spule. Dann wollen wir uns noch anschauen, wie schaut das jetzt mit der Feldorientierung aus. Jetzt müssen wir aufpassen, wie das geht mit der Spule. Ich zeichne es etwas größer. Da fängt es mit Plus an. Wir kommen da von hinten, gehen nach vor. Gehen wieder nach hinten, gehen nach vor. Nach hinten, nach vor. Noch einmal nach hinten. Und hier geht es dann nach Minus. So fließt der Strom. Ja? Also das ist nicht sonderlich lang gestreckt, aber ich will das jetzt noch nicht in die Länge ziehen, das Ganze. Na, wie schaut das aus? Das schauen wir uns jetzt natürlich, damit wir das wieder irgendwie festlegen können, ein rechtssinniges Koordinatensystem an. Also ein rechtssinniges Koordinatensystem. Sowas. X, Y, Z. In der Weise. Mit der rechten Hand. Und dann, wenn das der Fall ist, dann wissen wir schon, aufgrund des Biot-Savart'schen Gesetzes, wenn man zum Beispiel da hier den Strom hat, der da so runterläuft, das ist der, der vorne ist, weil ich ihn stärker eingezeichnet habe, nicht? Dann wird der so mit dem Magnetfeld umflossen werden, wo das wieder vorne ist. Weil, wenn Sie dann von oben drauf schauen, ist das der Uhrzeigersinn und so fließt ja auch der Strom hier herunter. Wenn der Strom so fließt, rechte Hand, dann geht das Feld so herum.
Da muss man schon ein bisschen mitdenken, aber so schwierig ist es auch wieder nicht. Da kommt der Strom so herunter, so geht der Strom wieder Daumen, dann geht also da mit der rechten Hand das Feld so herum, dass das wieder vorn und das hinten ist. Wer kann sich das nicht vorstellen? Ich will, dass Sie das alle vorstellen können. Deswegen frage ich dezidiert, wer kann sich's nicht vorstellen? Jeder soll sich melden. Ist ja keine Schande. Okay. Na, das ist dann hier wieder genauso. Das geht da wieder so, da noch vor. Und innen geht das Feld also dann in der Richtung. Hinten ist es andersherum. Da geht's hinauf, der Strom. Da geht er runter, da geht er wieder rauf. Das heißt, da muss ich mit meiner rechten Hand den Daumen hinaufgeben. Das geht so herum. Das heißt, das kommt jetzt da von hinten nach vor und geht so herum. Und wieder hier nach vor und so herum. Das heißt, im Inneren geht das Feld dahin, dahin in beiden Fällen. Im Inneren geht das Feld in der Richtung durch. So, wer hat das nicht verstanden? Ehrliche vor. Gut. Was könnte man denn dann jetzt für eine Schraubenregel machen oder eine Handregel wieder? Mir sollte am besten wieder was mit der rechten Hand sein, nicht? Weil man ein rechtssinniges System. Was fällt Ihnen dann ein? Wie könnte man da jetzt daraus eine Handregel machen? Der Kollege sagt ganz richtig, wieder wollen wir die rechte Hand, also bitte, das ist meine rechte Hand. Wenn Sie mir jetzt anschauen, ist es bei Ihnen links, aber das ist meine rechte Hand. Nicht? Und wenn Sie sich jetzt anschauen, da vorne geht der Strom runter, jetzt lege ich meine vier Finger, so wie die Stromrichtung in der Spule, und das B zeigt in Richtung vom Daumen. Tada, wunderbar. Zwei unterschiedliche Handregeln. Da haben wir einmal die gehabt, wenn ein geradliniger Stromleiter da ist, tue ich den Daumen in Stromrichtung und so gingen dann die Feldlinien rundherum. Jetzt sagen wir haben da die Stromrichtung in der Spule und die legt diese vier Finger in Richtung der Stromrichtung. Und dann zeigt der Daumen jetzt wieder in Feldrichtung. Und das ist, hängt damit zusammen, was wir da diese Kreisel da haben. Nicht? Und die haben wir ja auch wieder so gemacht, dass da der Strom und da das Feld ist. Sowas lasst mir auch ein bisschen ins Einsinken und dann daheim setzen, das ist einmal hin, probieren, da mal dumm und dann funktioniert das schon. Also zwei wichtige Handregeln und wieder rechte Handregel, Rechtssystem. Beim Linksystem linke Handregel. Dem Strom ist es natürlich wurscht, der fließt immer so, aber bei der linken Hand geht das Feld in der anderen Richtung. B ist ein Pseudovektor, ein Axialvektor. Wenn man das Koordinatensystem spiegelt, klappt der um. Betragsmäßig passiert ihm gar nichts, das bleibt wie es da ist, aber die Richtung, der Orientierungssinn klappt um. So wie beim Winkelgeschwindigkeitsvektor, so auch hier. Das wird Ihnen sofort klar, wenn Sie an diese Handregeln denken. Das hat man mir, wie ich so in Ihrer Position da war, bin ja da einmal hingesessen, nicht erklärt. Und ich habe lang herumsinniert, was ist rechts an der Natur? Wieso muss man allebei die rechte Hand verwenden? Wieso hat sich diese blöde Flussdichte entschlossen, sich nach der rechten Hand zu orientieren? Hat sie gar nicht. Das ist eine Frage des Koordinatensystems. Und wenn ich das Koordinatensystem spiegle, muss ich die linke Hand verwenden. Dann klappt halt das B um. Na was, wird aus dem Nordpol ein Südpol, aus dem Südpol ein Nordpol, kein Problem. Aber das, worum es geht, also dass man da eben den Strom da durchfließen, das bleibt wie es ist. Okay? So, also damit haben wir die Spule, glaube ich, einigermaßen klar gemacht. Und jetzt möchte ich also Ihnen nicht noch die ganze kreisförmige Stromschleife vorführen. Aber ich möchte gleich vorweg sagen, diese einzelne kreisförmige Stromschleife lässt sich auch sehr schön berechnen, aber da geht es nicht mehr so einfach nur mit dem Amperschen Gesetz. Da muss man ein bisschen mehr machen. Nämlich, da muss man also das Biot-Savarsche Gesetz auf so einen Kreisstrom anwenden. Das kann man. Und Sie sind auch herzlich eingeladen, sich das in meinem Buch nachzulesen. Dort steht das alles.
das ist auf der gleichen am gleichen mathematischen Niveau wie das, was wir gestern gesehen haben mit dem geradlinigen Stromleiter. Also es ist nicht wirklich so wichtig, dass ich Ihnen das im Einzelnen vorführe. Aber doch so viel möchte ich machen, dass ich mit Ihnen auch wieder die Geometrie durchsprich. Damit Sie sehen, wie man so ein physikalisches System, das man da untersuchen möchte, gut in so eine Geometrie einordnen kann, mit der man dann arbeiten kann. Das Arbeiten, das machen wir aber nicht. Das ist auch nicht viel anders, als was wir da gestern gemacht haben, mit dem geradlinigen Leiter. Also. Kreisförmige Stromschleife. Das heißt, das ist eh wie eine Spule, aber eine Spule mit nur einer Windung. Im Wesentlichen also ein Kreisstrom. Wenn Sie wollen, eine Zuleitung, dann so den Kreis herum und wieder eine Rückleitung. Aber es genügt, sich klar zu machen, wir haben einfach einen Kreisstrom. R ist der Radius der Schleife. Was brauchen wir noch? Natürlich I, der Strom in der Schleife. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Wo täten Sie denn jetzt die Z-Achse hinlegen, relativ zur Schleife? Was würden Sie machen? In die Achse, nicht? Normal auf die Schleifenebene durch den Schleifenmittelpunkt bietet sich irgendwie an, nicht? Das kriegt man dann so ins Gespür. Warum sollte man es irgendwie anders legen? Das wäre so willkürlich. Aber so diese normale durch die Schleifenebene und zwar durchs Zentrum der Schleife, das macht Sinn, finde ich. Na, das werden wir also auch so machen. Ich zeichne Ihnen also da so diese Schleife auf und senkrecht drauf ist das also unsere Z-Achse. So soll das einmal ausschauen. Und da hinein, das glaube ich brauche ich jetzt dazu sagen, das ist doch eh klar, legen wir den Ursprung. Der Ursprung ist im Zentrum der Stromschleife. Den legt man immer dorthin, wo irgendwas Besonderes ist. Und bei so einer kreisförmigen Stromschleife ist natürlich klar, dass das Besondere eben der Mittelpunkt der Stromschleife ist. Da fließt also der Strom I drinnen, da von hinten nach vor, wenn Sie so wollen. Das wird ein bisschen stärker gezeichnet, aber auf die Orientierung sollen Sie uns jetzt gar nicht so besonders ankommen. Naja, und jetzt haben wir also da wieder so einen kleinen Vektor. Der zeigt da hier so nach hinten. Das ist wieder ein D groß R-Pfeil. Das ist ein Leiterstück, ein Leiterelement. Und aus all diesen DR setzt sich also die ganze Schleife zusammen in Richtung des Stromflusses. Ne? Naja, und dann wollen wir uns, und das sage ich jetzt gleich dazu, sonst wird es nämlich recht kompliziert, das ist gar nicht so einfach mit dieser kreisförmigen Schleife, wollen wir uns beschränken auf Beobachtungspunkte in der Achse. Also zum Beispiel da hier hocke ich mich her als Beobachter in diesen Aufpunkt und schaue mir da das magnetische Feld an. Und da kann man sich also sofort überlegen, letzten Endes aus Symmetriegründen, was soll anders sein, wird wohl der Vektor der magnetischen Flussdichte axial verlaufen, aus Symmetriegründen. Wenn er irgendwo schief verlaufen tät, müsste man erklären, warum er das tut, wo doch sonst alles da so zylindersymmetrisch ist. Kann eigentlich nur so sein, dass der gesamte Vektor der magnetischen Flussdichte, die sich da ergibt, entlang dieser Z-Achse verläuft. Nicht? Naja, wenn wir uns da hersetzen, dann ist das der Vektor, da haben wir hergeschrieben, klein R-Pfeil, der Ortsvektor des Beobachtungspunktes, des Aufpunktes. Naja, und der Vektor groß R-Pfeil ist der Ortsvektor des Leiterelements. So haben wir doch das immer bezeichnet. Und dann gibt es da wieder so einen Verbindungsvektor zwischen dem Leiterelement, der ist jetzt ein bisschen schief geworden da, naja, und dem Beobachtungspunkt. Und das ist das R minus groß R. R-Pfeil minus Groß-R-Pfeil.
Nun, da kann man sich auch wieder überlegen, dass wir da wieder einen Winkel einführen dazwischen. Und jetzt haben wir eigentlich schon die ganze Geometrie beieinander. Was wird denn sich jetzt da ergeben? Wir haben doch ganz generell gehabt, dass das DB, mal schauen, dass ich Ihnen das so sage, wie wir es auch wirklich gehabt haben, dass DB, das ist mit der richtigen Bezeichnung, proportional zu dr Kreuz r minus r ist. DB ist proportional zu dr Kreuz r minus groß r. Das haben wir direkt aus dem Biot-Savart'schen Gesetz entnommen. Und jetzt kann man schauen, was bedeutet denn das jetzt? Das DB ist also, welche Richtung hat es? Senkrecht auf dr und senkrecht auf r minus r. Auf dr und auf r minus r. Da haben wir also auf dr und auf r minus r. Das geht nach hinten, das geht nach oben, das schaut da so nach rechts herüber. Daher zeigt das zugehörige db-Pfeil, das von diesem einen Leiterelement herrührt. Jetzt werden Sie sagen, aha, das schaut ja da schief. Ja, das ist aber auch nur ein Leiterelement. Wenn man jetzt über alle Leiterelemente aufsummiert, dann wandert das da oben auf einem Kegelmantel rundherum. Das muss immer senkrecht auf das r minus r und auf das dr sein. Und daher, wenn der Punkt herumwandert, beim Aufsummieren wandert der da rund um die z-Achse rundherum. Und letzten Endes, wenn man sich das anschaut, hier der Winkel, das ist wieder Alpha. Wenn er auf den Schenkel ist der senkrecht, auf den ist der Schenkel senkrecht, also mit einem Kegel mit Öffnungswinkel Alpha wird das sein, wo das rundherum wandert. Und wenn man die alle aufsummiert, diese DB, die da alle auf dem Kegelmantel liegen, dann kriegen sie auch wirklich wieder einen Vektor parallel zur Z-Achse, so wie es sein muss aus Symmetriegründen. Weil überhaupt nicht einzusehen wäre, wenn das völlig zylindersymmetrisch ist, dass jetzt auf einmal der B-Vektor in irgendeiner bestimmten Richtung, in welcher Richtung, kann man gar nicht sein, muss also in der Achsenrichtung verlaufen. Naja, und jetzt hat man alle Voraussetzungen, dass man das ausrechnet. Es treten dann nur die Normalkomponenten da auf, das will ich gar nicht weiter erwähnen. Wir kommen dann, wenn man das aufintegriert unter Verwendung des Biot-Savart'schen Gesetzes, also Integration laut Biot-Savart ergibt dann als Ergebnis eine verhältnismäßig einfache Formel. Die muss man nicht auswendig wissen. Aber Sie werden sehen, sie ist sehr leicht zu interpretieren. Der Betrag von dem B-Pfeil, das sich da ergibt, in einem gewissen Abstand Z vom Mittelpunkt der Spule, weil wir sitzen ja da, das ist die Z-Koordinate, das ist die Z-Achse, lässt sich ausrechnen als, na natürlich kommt da wieder ein μ0 vor, das ist in dem allen drin, weil das steht ja schon im Biot-Savart'schen Gesetz drin, daher können wir das ja nicht verlieren am Weg sozusagen, mal I mal groß R Quadrat. R ist der Radius der Stromschleife und im Nenner steht dann zweimal, das 2, das kriegen wir wieder durch irgendeine Integration, so wie gestern haben wir auch sowas gehabt, und dann haben wir Z² plus R² hoch 3/2. Also ein bisschen komplizierter wird's, aber schauen Sie, dieses Z² plus R², das ist dann wieder der Betrag von denen. Daher kommt es, weil wir da natürlich wieder so einen pythagoreischen Lehrsatz verwenden.
Wenn Sie das im Buch durchschauen, werden Sie feststellen, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich empfehle Ihnen, damit Sie nicht glauben, das ist jetzt Black Magic und ich scheue mich davor, weil das so kompliziert ist. Ich habe es eh da stehen. Aber es ist besser, wenn wir das jetzt nur so kürzer machen, damit wir mehr Zeit für die Experimente haben, die jetzt gleich kommen. Also das ist die generelle Formel. Und jetzt kann ich Ihnen noch aufschreiben, wie das dann im Spezialfall für den Schleifmittelpunkt ausschaut. Das ist natürlich besonders interessant, wenn ich mich mitten reinsetze in die Stromschleife. Wie groß wird denn dann der Betrag der magnetischen Flussdichte sein? Nun, da kommt man dann drauf, da braucht man das Z nur 0 setzen, dann ist man ja am Ursprung. Also das ist bei Z gleich 0. Na, setzen wir Z gleich 0. Dann steht da 2R² hoch 3 halbe. R² hoch 3 halbe ist R der Dritten. Dann steht also da unten R der Dritten und dann haben wir R² durch R der Dritten, bleibt ein 1 durch R stehen. Und damit wird in dem Fall der Absolut B gleich μ 0 I durch 2R. Na, das ist aber schon wirklich einfach. Das geht nur proportional zu 1 durch R. Und siehe da, da haben wir wieder sowas. Dass das Feld proportional zu 1 durch R geht und nicht zu 1 durch R². Genauso wie wir das bei dem geradlinigen Leiter gesehen haben. Eben weil es sich da um so Geometrien handelt, wo ein ganzer linienförmiger Leiter vorhanden ist und nicht eine Punktquelle. Weil wir ja keine Punktquellen haben beim Magnetismus. Also auch wieder hier 1 durch R, obwohl ursprünglich im Biot-Savarschen Gesetz eine 1 durch R-Quadrat-Abhängigkeit drinnen steckt. Aber beim Aufintegrieren längs einer ganzen makroskopischen Kurve kommt man auf dieses R. Ja, und den Feldverlauf kann man sich dann natürlich leicht überlegen. Kann man eine einfache Skizze machen, Z gegen Betrag von B. Tragen wir da das Z auf, so wie hier, und da auf der Achse den Betrag von B. Und wenn man also da drinnen das Z variiert und alles andere gleich lässt, dann kriegt man da so eine Kurve, die ungefähr so ausschaut. Da und da haben wir R und minus R. Diese Stromschleife kann man sich vorstellen, dass die hier so drinnen liegt. Das Z geht so hinauf und das B-Feld schaut dann circa so aus. Am größten ist es natürlich in der Achse, wenn Z gleich 0, also im Mittelpunkt, wenn Z gleich 0 ist. Und nach außen fällt es in beiden Richtungen so ab. Sie brauchen sich das nur da oben einsetzen. Dann kriegt man das sofort. Aber was anderes möchte ich auch noch dazu sagen. Man kann natürlich auch fragen, was passiert jetzt außerhalb der Achse. Das ist natürlich auch eine berechtigte Fragestellung. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es keine einfachen analytischen Lösungen. Das geht also mit Hilfe von elliptischen Integralen und wird recht mühsam. Da schaut die Sache dann so aus, wie ich es Ihnen hier zeigen kann. Wenn das also die Stromschleife ist, da die Z-Achse, und wenn man also außerhalb der Achse ist, dann laufen da die Feldlinien so raus und dann hier letzten Endes umkreisen sie da ja immer so den Leiter, entsprechend den Erfahrungen, die man ja von dem Örsted-Versuch hat. Dieses Feld korrekt zu beschreiben, erfordert elliptische Integrale und die Z-Komponente dieses Feldes, die kann man sich hier wieder anschauen, wenn da die Leiterschleife drin ist und 1 und minus 1
ist der Radius hier, also R durch Groß R hier gezeichnet. Die wird also da sehr hoch, geht dann in der Mitte wieder zurück und geht da wieder sehr hinauf. Und beim Leiter selbst geht es in die Gegenrichtung. Sie sehen, das sind schon relativ komplizierte Kurven, die man sicher nicht mehr so einfach analytisch rechnen kann. Das zeige ich Ihnen nicht, um Sie zu verwirren oder zu verschrecken, sondern um Ihnen nur zu zeigen, dass diese Dinge dann sehr schnell komplizierter werden können, wenn man also von ganz einfachen Voraussetzungen wieder abgeht. Nur in der Achse kann man das gut ausrechnen. Naja, und jetzt wollen wir zum Schluss noch anschauen, wie man das in Zusammenhang bringen kann mit einem magnetischen Dipol. Wir haben ja bis jetzt nur einen elektrischen Dipol gezeigt. Erinnern Sie sich, da haben wir gesagt, eine Minusladung, eine Plusladung, das macht den elektrischen Dipol aus. Und da gingen so die Feldlinien, das habe ich Ihnen aufgezeichnet. Na, es gibt auch magnetische Dipole. Und so einen magnetischen Dipol haben Sie ja gerade jetzt, ich lege es noch einmal her, da praktisch gesehen, na komm raus da, mit dieser kreisförmigen Stromschleife. Jetzt ist, lasse ich das Licht, aber Sie sehen, so kann man sich ja ein Dipolfeld vorstellen. Deswegen wählt man auch das Modell einer stromdurchflossenen Leiterschleife als Grundlage zur Definition des magnetischen Dipolmomentes. Durchaus anders als beim elektrischen Dipolmoment, weil wir ja keine magnetischen Monopole haben. Ich kann nicht sagen, da ist ein Pluspol und da ist ein Minuspol und das macht dann also hier das magnetische Dipolmoment mit einem bestimmten Abstand noch dazu. Wir haben keine magnetischen Monopole. Was man aber sagen kann, ist, dass das magnetische Dipolmoment definiert werden kann als PM-Pfeil. Das entspricht dem PE-Pfeil, was wir gehabt haben in der Elektrostatik. Nicht? Das PM-Pfeil ist einfach I mal A-Pfeil. I mal A-Pfeil. Wenn man eine Leiterschleife hat, in der ein Strom I fließt, die eine gewisse Fläche A umschließt, mit Flächenvektor A Pfeil, der senkrecht auf diese Fläche A liegt, dessen Länge gleich der Fläche ist, und I mal A ist dann das magnetische Dipolmoment PM-Pfeil. Und das hat also dann eben solche Feldlinien da so rundherum. So wie Sie das jetzt gerade sehen, da an der Tafel. Und das wird beschrieben durch dieses magnetische Dipolmoment. Ist diese Definition für Sie verständlich? Man modelliert den magnetischen Dipol durch eine Leiterschleife, eine stromdurchflossene. Und das Dipolmoment als Vektor ist gleich dem Strom in dieser Leiterschleife, multipliziert mit dem Flächenvektor der kreisförmigen Fläche, die von der Leiterschleife umschlossen wird. Ja? Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Und jetzt das Letzte, was ich Ihnen noch hier vorführe, bevor wir also jetzt zu den Experimenten übergehen, ist, wie hängt das zusammen mit dem Feld dieses Dipols. Feld des Dipols. Und da machen wir die Annahme, so wie beim elektrischen Dipol, wir gehen weit weg von dem Dipol. Jetzt ist es ein kleines Kreisel. Und wir gehen weit weg. Und gehen auch nur in der Z-Achse. Also jetzt stellen wir uns nicht in den Ursprung hinein. Im Gegenteil, wir gehen weit weg. Z sehr groß gegen R. Wir nennen das auch hier wieder das Fernfeld. Na, was ist denn, wenn Z sehr groß gegen R ist? Dann wird das R-Quadrat gegen Z-Quadrat vernachlässigbar sein. Dann haben wir das Betrag von B ist in dem Fall gleich μ0 i R-Quadrat
durch 2 Z² durch 3 halbe. Was ist Z² hoch 3 halbe? Z der dritten. Also durch 2 Z der dritten. Wenn man in dieser Summe das R² gegen Z² vernachlässigen kann, wenn Z sehr groß gegen R ist und man weit weg vom Schleifenmittelpunkt ist. Naja, und da können wir jetzt einfach nach oben und unten mit Pi multiplizieren. Wir erweitern einfach. Und Pi R² ist nichts anderes als die Schleifenfläche, die also von dieser Stromschleife umschlossen wird. Pi R². Daher ist I mal A schon das Dipolmoment betragsmäßig. Und es bleibt daher hier stehen, dass da steht μ0 durch 2 Pi Z der dritten mal den Betrag von dem magnetischen Dipolmoment. Sehen Sie das? Ich habe einfach dieses I mal Pi R² als I mal A ersetzt durch Pn. Und es bleibt stehen dann μ0i durch 2 Pi Z der dritten. Das I ist da dann noch dabei. μ0 durch 2 Pi Z der dritten. Und was Sie daran sehen ist, Sie können das Feld weit weg von diesem Dipol beschreiben als proportional zum magnetischen Dipolmoment und es ist proportional zu 1 durch Z der dritten. Das ist dasselbe, was wir auch beim elektrischen Dipol gesagt haben. Während bei der Punktladung das Feld mit 1 durch R² zurückgeht, geht beim elektrischen Dipol das E-Feld mit 1 durch R der dritten zurück. Bei den magnetischen Phänomenen gibt es keine magnetischen Punktpole. Da haben wir nur die Dipole. Und das Fernfeld eines Dipols geht auch braverweise, jedenfalls einmal in der Z-Achse gerechnet, proportional zu 1 durch Z der dritten zurück. Analog zum elektrischen Dipolfeld. Sie sehen, das passt alles recht gut zusammen. Diese magnetischen und die elektrischen Sachen, die sind gar nicht so schlecht, wie sie zusammenpassen. Und mit unserem Formalismus ist auch gut und sauber der Sache Rechnung getragen, dass wir keine magnetischen Monopole haben. Die brauchen wir da nirgends. Wir haben das magnetische Dipolmoment ohne Verwendung eines Monopols definiert. Bei den elektrischen Dipolen konnten wir das. Wir haben ja elektrische Monopole, positive und negative Pole, Punktladungen. Aber magnetische Punktladungen können wir hier nicht verwenden. Aber das magnetische Dipolmoment geht da in einer analogen Weise ein wie das elektrische Dipolmoment bei dem elektrischen Dipol. Also das ist alles recht gut auffrisiert sozusagen für diese beiden Wechselwirkungen. So, und jetzt? Jetzt haben wir also das Langen und Breiten, dieses B hier ausgerechnet und jetzt wollen wir doch wissen, was kann man mit dem B anfangen? Was passiert denn überhaupt in einem solchen magnetischen Feld? Und das ist etwas, was man am besten wieder mit Experimenten anschaut. Und da gibt es ein besonders schönes Experiment, das das zeigt. Und das ist ein Experiment, bei dem wir einen geradlinigen Leiter in einem Magneten betrachten. Wir schauen uns also an Kräfte auf Ladungen im Magnetfeld. Das ist jetzt das nächste große Thema. Und da zeigt sich als erstes einmal, das führen wir Ihnen aber nicht vor, weil das, was nicht so ist, kann man schwer zeigen. Aber man durch viele Experimente und Erfahrungen zeigt sich auf ruhende elektrische Ladungen, wird in einem Magnetfeld, wie stark es auch ist, keine Kraft ausgeübt. Das ist die erste wichtige Grunderfahrung. Da unterscheidet sich das einmal entscheidend durch das elektrische Feld. Also,
auf ruhende Ladungen im Magnetfeld keine Kraft. Keine Kraft. Während natürlich im elektrischen Feld schon, so unterscheidet sich augenblicklich das Magnetfeld vom elektrischen Feld. Also wenn es auf ruhende Ladungen nie ist, na was ist die Negation von ruhend? Bewegt. Also bewegte Ladungen. Na was sind bewegte Ladungen? Ströme. Dann sind wir schon da. Also es geht um die Ströme. Jetzt haben wir einerseits gesehen, Ströme umgeben sich mit Magnetfeldern. Aber jetzt machen wir was anderes. Jetzt haben wir schon Magnetfelder. Zum Beispiel mit einer solchen Spule hergestellt. Oder mit einem großen Permanentmagneten, wie zum Beispiel da mit diesem Hufeisenmagneten da, wo zwischen diesen Polschuhen ein ganz anständiges Magnetfeld ist. Ich habe meine Hand schon nach hinten gegeben, weil ich habe noch eine mechanische Uhr. Und wenn ich mit der dem zu nahe komme, ist aus mit der Uhr. Also ein großes Magnetfeld. Und wie kann man also da jetzt schauen, was da passiert? Na, indem wir durch dieses Feld in zwischen den Polschuhen einen Strom hindurchschicken. Und das machen wir bitte, Herr Litschauer. Der Strom, der fließt da durch diese Lamettafäden da herunter, dann durch diesen Leiter hier durch. Also jetzt bin ich gerade im Weg. So, durch diese Lamettafäden herunter, durch den Leiter da durch und da wieder hinauf. Also quer zu dem Feld haben wir hier einen Strom. Ah, von dort kommt das. Muss ich mir sagen. Okay, jetzt sehen wir es. Und jetzt schaut man ein und schauen Sie, was passiert. Sehen Sie, der bewegt sich da wie von Zauberhand bewegt weg. Und wenn Sie ihn jetzt wieder beruhigen, bitte. Und Sie gehen in die andere Richtung mit dem Stromfluss, dann geht er da raus. Beruhigen wir ihn zwischendurch. Lassen wir, dass er schön ruhig wird. Also in der einen Richtung, und jetzt lassen wir den Strom in die andere Richtung. Und Sie sehen sofort, es zieht ihn hinaus. Und im anderen Fall hinein. Also, man sieht hier was sehr Wichtiges. Bei einer solchen Schaukel ergibt sich eine Kraftwirkung auf einen Strom, der durch ein magnetisches Feld hindurchfließt. Das ist der entscheidende Grundversuch. So wie wir vorhin den Oersted-Versuch gehabt haben. Nicht? Der Oersted-Versuch, vergessen Sie nicht, das nicht durcheinander bringen. Beim Oersted-Versuch ging es darum, man hat einen Stromleiter, einen geraden, und der umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Jetzt haben wir ein Magnetfeld zwischen diesen Polschuhen von diesen mächtigen Hufeisenmagneten und lassen einen Strom durchfließen. Und aufgrund dessen ergibt sich eine Kraftwirkung auf diesen stromdurchflossenen Leiter in diesem Magnetfeld. Diese Schaukel, die ist also außerordentlich wichtig und ist also der Grundversuch für die Kraftwirkung. Diese Kraftwirkung nennen wir letzten Endes die Lorentzkraft und so in unserem Jargon ist es daher die Lorentzschaukel. Aber naja, das kann man ja nennen, wie man will. Jedenfalls aufgrund dessen sehen Sie hier, es ist hier eine Kraftwirkung. Danke für den schönen Versuch. Also, auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld, auf Leiter im Magnetfeld wirkt eine Kraft. Das ist also was, was man dann natürlich auch quantitativ in Newton messen kann. Die ist einerseits normal auf die Stromrichtung und normal auf B-Pfeil. Weil das B-Pfeil geht da so runter zum Beispiel oder rauf, jedenfalls so. Der Strom geht so, aber die Kraft war so. Sehen Sie das? Ganz wichtig. Die sind sowohl senkrecht auf die Stromrichtung, diese Kraft, als auch senkrecht auf die Feldrichtung. Dazu gibt es ein sehr hübsches anderes Experiment, und zwar das Rayleigh-Horn. Dieses Horn sehen Sie hier.
und rund um dieses Horn herum so einen Lamettafaden gelegt, durch den man wieder einen Strom durchfließen lassen kann. Dieses Horn ist da unten auf einem ziemlich ordentlichen, großen, einer Spule, da haben sie so also eine Spule mit einem Eisenkern, und nach oben, das ist ein ferromagnetisches Eisenhorn, treten da so die magnetischen Feldlinien nach allen Seiten aus. Und dann schließen sie sich unten wieder. Und wenn jetzt da der Strom durchfließt, geht der Strom so, die Feldlinien so, und wieder quer dazu ist die Kraft auf diesen Lamettafaden. Und das kann man sich wieder sehr schön experimentell anschauen. Jetzt bleibe ich gleich auf der Seite, da bin ich weniger gefangen als da hinten. Also, wenn man da jetzt einschaltet, schauen Sie, was dem Ding passiert. Ja, das geht jetzt so schnell, als ich sehe es. Hin und her. Es windet sich immer rund um das Horn. Ist das nicht nett? Immer dadurch, dass so das fällt, dann so raus, der Strom so und daher die Kraft so rundherum geht. Dadurch haben sie eine solche Windung dieses Lamettafadens rund um dieses Rayleigh-Horn. Dankeschön. Und damit man sich das gut vorstellen kann, möchten wir Ihnen auch noch das berühmte Barloffsche Rad zeigen. Wo ist denn das aufgestellt? Das haben wir da herum. Da und wo ist das? So sehen wir immer, weil die Kamera da so weit weg ist. Da ist das Barloffsche Rad. Genau, da sieht man es schon. Das ist also ein Rad, das sich hier so drehen kann. Und da unten, was Sie nicht so deutlich sehen werden, ist ein kleiner Quecksilbertropfen. Also als Tropfen ist er schon relativ groß. Also ein kleines Quecksilberbassin. Sodass dieser Metallteil da unten, ui, da darf ich nicht viel ankommen. So. Dass dieser eine Pol von hier über das Quecksilber mit diesem Kupferrad verbunden ist und dann geht es über die Achse wieder raus zum anderen Pol. Also man hat da jeweils durch die Speichen dieses Rades hindurch einen Stromfluss, etwa zum Beispiel da hinauf zu. Das Feld geht quer, Strom geht hinunter, Feld geht quer und daher quer dazu, so ähnlich wie bei dem Schaukelversuch, wird jetzt dann in dem Magneten da drinnen es so eine Abweichung, eine Kraft geben, die das aus dem Magneten herauszieht. Strom, Feld und Kraft. Und das bewirkt dann letzten Endes, dass das Rad sich in Bewegung setzt. Soll ich es gleich einschalten? Schauen wir, was passiert. Schauen Sie, dreht sich ganz gut. Machen wir den Schluss, gehen in die Gegenrichtung und das Ding dreht sich sofort um. Also ein toller, schöner Versuch. Hat der Herr Litschauer für Sie wunderbar aufgebaut. Vielen Dank. Also es ist wieder derselbe Effekt, der hier jetzt schon aufgeschrieben ist. Auf den Leiter im Magnetfeld wirkt eine Kraft senkrecht auf diese Stromrichtung, Speichenrichtung des Rades, senkrecht auf das Feld und daher so, dass das Rad sich zu drehen beginnt. Entweder in der einen oder in der anderen Richtung, je nachdem, in welcher Richtung der Strom fließt. Haben Sie das Barloffsche Rad verstanden? Könnte man einen Motor daraus machen, aber ist nicht sehr effizient. Andere Effekte sind da wesentlich günstiger. Aber im Prinzip ist es eine Art Elektromotor. Nur das Blöde ist, dass man da mit dem Quecksilber so herumtun muss. Nicht? Und das ist unpraktisch. Aber ansonsten ist es eine Art Elektromotor. Und als letztes, was wir Ihnen in dem Zusammenhang zeigen wollen, ist ein stromdurchflossener Elektrolyt in einem Magnetfeld. Und den muss ich Ihnen aufzeichnen, damit Sie sich das gut vorstellen können. Da mache ich mir noch einmal Licht und zeichne Ihnen diesen Elektrolyten auf. Da haben wir ein flaches zylindrisches Bassin. In diesem Bassin befindet sich in der Mitte
ein Permanentmagnet, ein kleiner Stabmagnet. Dessen Magnetfeld geht da so raus, dann da so runter und da unten wieder zurück. Oder da so raus, da so runter und da unten wieder zurück. Und auch dann weiter innen geht es da so raus und da unten wieder zurück. Und da so raus, nach oben und da unten wieder zurück. Das heißt, durch den Bereich dieses Elektrolyten, den man da jetzt hineinfüllt, in diesen Flach, in diese Schale praktisch, wo in der Mitte da dieser Permanentmagnet sitzt, tritt senkrecht dazu ein magnetisches Feld durch. Zum Beispiel von oben nach unten. Und wenn Sie da jetzt also da drinnen eine Stromleitung haben, zwischen einer äußeren Elektrode, die da so entlang liegt, da ist also ein Kupferzylinder hineingelegt, und eine innere, die da so rund um diesen Hufeisenmagneten so herum liegt, da haben Sie also da den einen Pol und da den anderen Pol, sagen wir Plus und Minus, da läuft dann radial nach außen eine Ionenwanderung. Und damit ein Stromfluss. Überall da nach außen haben Sie da einen Stromfluss. Da geht insgesamt ein Strom I, da vom Plus weg und da wieder zurück. So fließt da der Strom durch. Und jetzt haben Sie wieder sowas. Sie haben da die Stromrichtung, die Feldrichtung und senkrecht zu beiden die Kraftwirkung. Das heißt, es wird sich hier ergeben, dass die Ionen, die nach außen wandern in dem Elektrolyten, seitlich abgelenkt werden. Und mit dem Experiment kann man auch gleich zeigen, dass es eine Reibung gibt zwischen diesen Ionen und der ganzen Elektrolytflüssigkeit. Die wird nämlich dann mit dieser Ablenkung mitgeführt. Und es entsteht dann in diesem Experiment, das wir da so auf dem Overhead-Projektor projizieren werden, eine tatsächliche hydrodynamische Wirbelströmung dieses Elektrolyten aufgrund der Mitführung dieser Ionen, die wollen an sich nur radial nach außen, befinden sich aber in diesem Magnetfeld und werden daher quer abgelenkt. Und diese Ablenkung führt dann die ganze Flüssigkeit mit und die beginnt zu rotieren. Das sieht man zunächst einmal gar nicht. Weil das ist eine durchsichtige Flüssigkeit. Damit man es sieht, hat der Herr Litschauer da ein kleines Pfeilchen, so ein kleines Plastikpfeilchen, das schwimmt aufgrund der Oberflächenspannung, auf der Oberfläche dieses Elektrolyten hineingelegt. Das schwimmt da und schwimmt dann mit der Rotation. Schauen wir uns das an, Herr Litschauer. Da mache ich da finster wahrscheinlich. Innenmagnet, Außenmagnet, Außenelektrode und schauen Sie, wie da hier dieser Pfeil sich zu drehen beginnt. Können wir die Stromrichtung umdrehen? Stromrichtung umgedreht. Bewegung in der anderen Richtung. Sie kriegen da eine Rotationsbewegung, eine tatsächliche Wirbelströmung dieses Elektrolyten unter dem Einfluss des Magnetfeldes dieses innen angeordneten Stabmagneten. Dankeschön. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir einige wichtige experimentelle Befunde, die uns jetzt schon zeigen, heute wäre schon ein bisschen was außen brauchen von dem, dass wir am Montag keine Vorlesung haben, dass wir die Kraftwirkung, die sich also jetzt auf Ströme ergibt, so beschreiben können, jetzt haben wir wirklich eine Kraftwirkung. Diese Kraftwirkung, haben wir gesagt, ist senkrecht auf die Stromrichtung, senkrecht auf die Feldrichtung. Na, die Stromrichtung, das entspricht ja der Geschwindigkeit V der Ladungsträger. Und so haben wir dann V-Pfeil
und B-Pfeil. Und ein Vektor, der senkrecht auf beide steht, wie können wir den schreiben? Als vektorielles Produkt. V Kreuz B. Und dann geht natürlich auch noch die Größe der Ladung auf den Ladungsträgern ein. Und da schreiben wir diese Ladung Q noch davor. Und es zeigt sich diese einfache Gesetzmäßigkeit, die man ausschließlich aus experimentellen Befunden, so wie Sie sie heute gesehen haben, gewinnen kann. Diese Gesetzmäßigkeit ist eine der ganz tiefen, wichtigen Gesetzmäßigkeiten der Elektrodynamik. Sie sehen, dass man jetzt dieses B, das bis jetzt nichts anderes war als, ich charakterisiere damit das Magnetfeld, auf einmal eine ganz konkrete Eigenschaft bekommt. Wenn ich einen Ladungsträger mit Ladung Q, mit Geschwindigkeit V, durch dieses Feld B hindurchschicke, dann wird sich die Kraft F ergeben. Damit haben Sie eine ganz konkrete Interpretation der magnetischen Flussdichte. Und jetzt haben wir natürlich daneben, was wir schon wussten, aus der Elektrodynamik. Auch eine Kraftwirkung. Wie groß ist denn die Kraft auf eine Ladung in einem elektrischen Feld? Wissen Sie das auswendig, ganz allgemein? Der Kollege sagt richtig, F ist gleich Q mal E. Ja, warum? Weil wir haben definiert, die elektrische Feldstärke ist Kraft pro Ladungseinheit. Daher ist die Kraft gleich Feldstärke mal Ladung. F ist Q mal E. Das ist natürlich viel einfacher als das. Da haben wir kein Vektorprodukt drinnen. Deswegen haben wir mit der Elektrostatik angefangen. Weil da ist das einfach. Und da kommen also die Punktladungen vor und mit Geschwindigkeiten tut sie da gar nichts. Das ist auch egal, diese Kraft ist auf jeden Fall, was sie ist. Aber beim Magnetfeld kommt es auf die Geschwindigkeit an. Und wenn diese Null ist, ist die Kraft auch Null. Auf ruhende Ladungen keine Kraft. Sehen Sie, das kommt wunderschön raus. Und daher, also bitte, das ist jetzt ein Vorgriff auf kommenden Montag, 3 Minuten brauche ich noch. Das ist aber so wichtig, das können wir jetzt nicht unterbrechen. Bleiben Sie also noch geistig da, bitte, dann können Sie sofort gehen. Damit ergibt sich also jetzt endgültig in einem elektromagnetischen Feld, wo sowohl in einem gewissen Raumbereich elektrische Feldvektoren als auch magnetische Feldvektoren sind, die Gesamtkraft, na, einfach als die Summe der beiden, Q mal E plus V Kreuz B. Einfach aus unmittelbaren experimentellen Befunden entnommen. Und dieses Q mal E plus V Kreuz B nennen wir die Lorentzkraft. Und diese Lorentzkraft ist es nun, die sozusagen den Kreis schließt. Denn bis jetzt haben wir uns in der Magnetostatik ja nur damit befasst, wenn wir Ströme haben, entweder durch gerade Leiter oder durch Spulen oder durch Leiterschleifen, dann ergibt sich daraus ein magnetisches Feld B. Aber ich habe Ihnen noch nicht erklärt, was hat das jetzt für Konsequenzen, was tut dieses B? Jetzt wissen wir, wenn ein Magnetfeld B vorhanden ist und wir haben eine Ladung in dem Bereich mit Geschwindigkeit V und damit einen Stromfluss, eine bewegte Ladung entspricht einem Strom, das haben wir ja schon weitlich besprochen bei elektrischen Strömen, kriegen wir eine Kraft. Und wenn natürlich ein elektrisches Feld auch noch dabei sein sollte, und das kann es im Allgemeinen sein, dann kommt noch dieses Q mal E auch dazu. Eine eigentlich aus nichts sich ergebende Lorentzkraft, nur aus experimentellen Befunden. Das ist jetzt keine Folgerung der Maxwell-Gleichungen, weil die Maxwell-Gleichungen, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, die erlauben es ja nur,
aus Ladungen und oder Strömen die Felder zu ermitteln. Jetzt aber berechnen wir bei bekannten Feldern wieder die Kraftwirkung auf bewegte Ladungen in diesen Feldern. So haben wir also die Felder zwischengeschaltet. Zwischen einerseits den felderzeugenden Ladungen und Strömen und andererseits den bewegten Ladungen, auf die die Kraft ausgeübt wird. Wir berechnen zuerst die Felder und dann mit Hilfe der Lorentzkraft die Kräfte auf bewegte Ladungen in diesen Feldern. So tritt diese Lorentzkraft neben die Maxwell-Gleichungen. Und dieser Satz von insgesamt 4, bis jetzt haben wir nur 3, 4 Maxwell-Gleichungen auf der einen Seite und der Lorentzkraft auf der anderen Seite, das zusammen erlaubt in einer sehr umfassenden Weise die Berechnung der Kraftwirkung in elektromagnetischen Feldern, also die elektromagnetische Wechselwirkung. Also ganz wichtig, wir sind hier wirklich an einem Scheidepunkt angekommen. Diese Lorentzkraft ist eine besonders wichtige Größe in der Elektrodynamik. Und Sie werden auch sehen, das sage ich jetzt auch noch, jetzt breche ich schon die 6. Minute, aber dann ist Schluss. Das wird vielleicht Ihnen jetzt nicht gleich so bewusst sein. Das ist auch den meisten Leuten und auch dem Herrn Lorentz nicht unmittelbar gleich so bewusst gewesen. Man muss sich ja immer die Frage stellen, relativ zu welchem Bezugssystem betrachten wir denn die Geschwindigkeit? Eine ruhende Ladung ist nur ruhend bezüglich irgendeinem Bezugssystem. Wenn ich jetzt ein bewegtes Bezugssystem wähle, ist das auf einmal keine ruhende Ladung mehr. Jetzt ist die Frage, zuerst bei den ruhenden Ladungen gibt es keine Kraft, dann bei den bewegten schon. Diese Sache ist so grundlegend, dass sich daraus dann wesentliche Schritte in Richtung relativistische Physik ergeben. Weil sich nämlich dann zeigt, wenn man ein solches elektromagnetisches Feld relativ zu einem bewegten Bezugssystem betrachtet, entstehen auf einmal aus elektrischen Feldern magnetische Felder und umgekehrt. Das ist eine aufregende Sache, die wir auch ein bisschen auf später verschieben. Vorläufig bleiben wir noch auf der naiven Situation. Wir betrachten ein Inertialsystem und in dem spült sich da alles ab. Und wenn also die Ladungen ruhen, dann ruhen sie und Schluss aus. Aber ich sollte doch einmal erwähnen und da schon den Keim der Unsicherheit hineinsetzen. Achtung, da steckt noch was dahinter. Und wir werden uns damit auch zu gegebener Zeit auseinandersetzen. 7 Minuten nach Viertel, entschuldigen Sie bitte. Danke.